dem Willen kannst alles gut machen und du bist so weit gegangen und jetzt musst du einfach noch durchbeissen. Es war vor 3 Wochen in Tokio. Andy Hug auf dem Weg zum 3. Kampf am gleichen Abend. Auch heute noch sind die Erinnerungen an dieses Turnier wach. Nur eine halbe Stunde bevor er zum Final antrat, hatte er seinen harten Halbfinal beendet. Dem Zusammenbruch nahe kam er in die Kabine. Für eine kurze Pause. Ich bin in die Garderobe retour, nachher abgelegen. Da sind alle meine Betreuer gekommen, der ganze Körper voll Eis. Also ich hätte eigentlich auch nicht mehr gedacht, dass ich noch einmal aufstehen kann. Also körperlich war für mich eigentlich die Sache gelaufen. Land! Wow! Doch Andy Hug stieg in den Final. Sein Gegner Mike Bernardo. Beide Männer haben 2 Kämpfe hinter sich, sind angeschlagen und kämpfen gegen den anderen und den eigenen Körper. Schmerzen, die musst du unterdrücken. Wenn du das nicht kannst, dann verlierst du jeden Kampf. Also eben da ist eigentlich schon auf so ein Limit. Ich meine, man kann da so viele Beischläge eigentlich bekommen und das musst du einfach total vergessen. Also du musst total probieren, einfach wirklich abzuschalten. Schmerz wird von Situation zu Situation anders empfunden. Ich glaube, in einer Kampfsituation, wo zwei gleichwertige Gegner einander gegenüberstehen, ist es ganz ein anderer Schmerz als ein Schmerz, den jemand empfinden muss, der irgendwie zum Beispiel gefoltert wird. Und sicher wichtig ist auch die Motivation, das Ziel, das man hat, wo man einfach den Schmerz wegstecken kann. Das Ziel ist der Sieg. Und der Weg dahin ist für Andy Hug in diesem Final relativ kurz. Nach 1 Minute Kampf macht er eine Schwachstelle aus. Jetzt merke ich, oder? Also, jetzt das Bein sehr, sehr komisch zurück. Oder? In dem war es mir klar, also dort tut es mir weh. Von jetzt an setzt er Schlag um Schlag auf die empfindliche Stelle seines Gegners. Wenn du diesen Schwachpunkt hast, probierst du immer wieder auf den zu gehen, vielleicht eine Täuschung machen, um nachher wieder diesen Punkt zu treffen. Aber du probierst ganz klar, wirklich ihm seine Schwäche auszunutzen. Kurz nach Beginn der 2. Runde kann Mike Bernardo nicht mehr. Er geht zu Boden, kann die Schmerzen nicht mehr zurückhalten. Schläge, wo weh machen. Ich denke da an die Schläge an die Schienbein oder in die Oberschenkelmuskulatur. Die sind für einen Kämpfer sehr schmerzhaft, sehr unangenehm. Für mich als Arzt haben sie eine untergeordnete Bedeutung. Die Folgen gehen meistens gleich weg. Mehr beunruhigend mit Schlägen am Kopf. Das sind Schläge, die eigentlich keine Schmerzen machen, die aber schwerwiegende Folgen haben können. Bernardo schreit vor Schmerzen, Andy Hug aus Siegesfreude. Doch auch für den Sieger beginnt das Leiden nach dem Jubel. 4 Tage lang kann sich Andy Hug kaum mehr bewegen. Der Rummel um die Schweizer Fußballnationalmannschaft nimmt kein Ende.